Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Videoreihe. Ich habe mal wieder Lust, während ich hier so random auf der Map herumklicke. Ich habe mal wieder Lust auf einen guten alten Bundesblub und ich habe mir da ein Szenario überlegt, was mich doch hoffentlich langfristig motivieren könnte. Ich bin hier bei Power and Revolution Geopolitik Simulator 4. Und ich habe mir hier ein Land ausgesucht im freien Spielmodus, das ich jetzt hier mal gerade raussuchen werde. Ja, der gute Bundesblub ist wieder auf Außenmission unterwegs und es geht in eine sehr, sehr brisante Region. Es geht nach Lettland, ja. Eine der drei baltischen Staaten, der mittlere. Sowohl militärische Sorgen als auch wirtschaftliche Sorgen. Ich bin mal gespannt, wie ich das hinkriegen werde, ob wir Lettland hier zu einem ordentlichen wirtschaftlichen Powerhouse hochpushen können. Vielleicht auch militärisch das ein oder andere reißen können. Kann ich mir hier einen aussuchen oder... Nee, ich muss hier mit diesem Typen spielen. Normalerweise wäre es ja so, wenn man quasi eine Wahl verliert, ist mein Game Over. Ich spiele hier wieder mit dem DLC God and Spy, sodass ich dann quasi mit dem Nachfolger einfach weiterspielen kann. Ich hoffe mal, das ist hier jetzt automatisch auch aktiviert. Ich bin jetzt gerade ein bisschen... Moment. Ich gehe noch einmal gerade zurück. Gibt es hier... Bonus? Was passiert, wenn ich auf Bonus klicke? Spiel einrichten? Nee, ich glaube, das war automatisch immer aktiviert. Das passt schon so. Ja, und in dieser ersten Folge, Lettland hier, in dieser ersten Folge, ich werde es jetzt nicht irgendwie Folge 0 machen oder so. Es ist einfach die erste Folge, werde ich mir mal so einen kleinen Überblick verschaffen und dann für die zweite Folge mal gucken, was ich denn so für Schritte einleite. Ich glaube, das letzte Mal hatte ich es in Somalia versucht. Das war jetzt nicht so erfolgreich. Da war ja quasi Krieg nicht abzuwenden. Schauen wir mal, wie das hier ist. Ich würde mal sagen, Lettland, let's go. Das, ja, passt schon alles so. Ja, das ist mir bewusst. Oh Gott, ich weiß gar nichts mehr von dem Game. Das ist beste Voraussetzung. Hauptsache, es kackt nicht ab. Oh, laut! Als Höhepunkt zum Jahresende hat unser Staatschef beschlossen, Zitat, zu den Wurzeln unserer traditionellen Kultur zurückzukehren und ein charmantes, kleines Dorf im Hinterland zu besuchen. Nachdem er den festlichen Anzug bestehend aus einer Pluderhose, einem pailletierten Oberteil und einer Glöckchenhaube angelegt hatte, nahm er an der Tanzvorführung mit Holzpantoffeln und an einem kleinen Morgenständchen mit den für die Hirten der Region typischen kehligen Scheinen teil. Darauf folgte das Silvesteressen, das ausschließlich aus Produkten aus der Region bestand, darunter der rätselhafte Klug, ein Kuchen, dessen Rezept lediglich die Dorfhexe kennen soll. Ein unglaublicher und unvergesslicher Abend, äußerte sich der Staatschef, sichtlich erfreut, wieder in seinem Hubschrauber steigen zu können und unter Zeitdruck, da er pünktlich zum Feuerwerk wieder in der Hauptstadt sein musste. Ein frohes neues Jahr und bis nächstes Jahr, antworteten ihm die Mitglieder des Holzfällerchors singend. Alles klar, ich pausiere gleich mal und gehe in die... Nein, ich möchte nicht! Nein, halt, stopp, 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 Moment, halt, nein! Ich wollte Sound. Lautstärke, Alge... Okay, das kann ja alles mal so ein bisschen... Das ist zwar eine gute Idee, aber uns fehlen die... Okay. Boah, erstmal den Sound ein bisschen runterstellen. Okay, ich habe pausiert. Wir beginnen am 1. Januar 2018.
Ah ja, okay. Kann ich mich hier... Oh, warte mal, wie kann ich mich... Okay. Ich kann mich hier so über die Welt bewegen. Oh Gott, was ist denn hier los, ey? Ah ja, stimmt. Militärische Konflikte, das war hier ja auch standardmäßig quasi. Ah, Somalia. Ja, das ist ja großartig. Oh Gott, ja. Ja, wir sind Lettland. Das sind wir. Also, das hier sind wir. Okay. Wir haben jetzt nicht sehr viel, sage ich mal. Um Gottes Willen, ey. Okay, es sind ein bisschen wenige Städte simuliert. Also, ich hätte jetzt gedacht, Lettland ist ja eigentlich gar nicht so klein. Ich meine... Puh, das könnte... Okay, da habe ich mir... Also, wir haben quasi nur unsere Hauptstadt. Ansonsten wird hier gar nichts simuliert. Wobei, doch, hier ist noch eine Hafenstadt. Das ist natürlich... Also... Das ist ja quasi fast nichts. Muss man ja einfach so sagen. Ah, okay. 50%. Ja, okay. So Standardsachen. Waiting-Agentur, das geht noch besser. Was geht noch besser? Obwohl Ihre Wirtschaft zu den gesündesten zählt, ist Ihr Solvenzniveau möglicherweise nicht vor einer Abwertung sicher. Wir möchten daher erneut unser Vertrauen in Ihre Person bekunden und Ihnen zu einer gewissen Vorsicht raten. Ich erinnere Sie daran, falls Sie es noch nicht wissen sollten, dass unsere Bewertung grundsätzlich auf Ihrem voraussichtlichen Haushaltsdefizit und Ihrer Schuldenlast basiert. Ah, ja, das ist gut zu wissen, liebe Rating-Agentur. Ja, Lettland. Als Teil der EU, wirtschaftlich eigentlich abgesichert, als Teil der NATO, eigentlich auch militärisch, so möchte man jedenfalls meinen. Ja, Russland kann uns logischerweise jetzt nicht ganz so gut leiden, Weißrussland aber noch weniger. Ansonsten sind wir hier in einem starken europäischen Bündnis. Ja, schauen wir mal, was wir hier reißen können. Okay, schön, dass das hier alles rot markiert ist. Okay, verschaffen wir uns doch erstmal hier einen Überblick. Das Budget. Okay. Ein negatives Haushaltsdefizit, das hört sich jetzt aber nicht so gut an. Wo konnte man denn nochmal, ich weiß leider nicht mehr so mega viel von dem Game. Gab es hier nicht? Ah, hier, okay. Ja. Da muss man jetzt kein Mathematikprofessor sein, um zu sehen, dass wir ein bisschen Minus machen. Einnahmen des Staates 8,09 Milliarden, Staatsausgaben 8,31. Ja, das ist ein Minus. Haushaltsdefizit. Okay, ach so, deswegen haben wir auch gerade die Warnung bekommen, ne? Wahrscheinlich. Gesundheit, Soziales, Bildung und Forschung. Schuldentilgung macht tatsächlich was sehr Großes hier aus. Wir haben also scheinbar doch recht viele Schulden. God in Spy ist aktiv. Ja, sehr gut. Okay. Das ist ja sensationell. Schulden. Wo haben wir denn so Schulden? Bei Dänemark. Derzeitiges Gesamtdarlehen. Nächstes Darlehen. Was heißt gescheitert? Ich weiß es nicht. Steht das für gescheitert? Haben wir versucht, bei Deutschland ein Darlehen aufzunehmen und haben es nicht geschafft? Das sind alles Milliarden. Ach du heilige Scheiße. Heieiei. Okay. Das ist natürlich Agenturen. Aha. Okay.
Wir haben Schulden. Besteuerung, ja gut, das sollte wohl 21%. Ah, ja, und wir haben trotzdem Defizit. Das ist natürlich schon. Defizite in Prozent des BIP. Lettland, Ach, guck mal, Estland und Litauen haben nicht so ein Problem. Aber ich habe ja natürlich den Kandidaten ausgesucht, der hier schon so ein ganz schönes Defizit hat. Okay. Weltweiter Durchschnitt. Ja, gut. Währung. Den Euro verlassen. Ja, Moment. So weit wollen wir es jetzt aber nicht treiben. Beamte. Okay. Okay. Staatshaushalt. 2017 war es so viel, 2018 jetzt ist es so viel. Okay. Schauen wir uns doch mal unsere Wirtschaft an. Finanzen. Wichtige Produkte. Oh, Tourismus und Hotels ist tatsächlich unsere wichtigste Wirtschaftsquelle quasi. Hoch- und Tiefbau. Holz, okay. Ja, das glaube ich, wenn ich das eben gesehen habe. Fischfang, chemische Produkte, Kartoffeln. Alkoholische Getreide, okay. Interessant. Tourismus. Was? In Prozent des nationalen Umsatzes. Also Tourismus macht 17,2% unserer Wirtschaftspower aus ungefähr. Es ist okay. Gut zu wissen. Landwirtschaft. Okay. Okay, hier kann man sich quasi so ein bisschen durchklicken. Eine Pipeline verwalten. Zusammensetzung der Stromproduktion. Okay. Elektrizität aus fossilen Brennstoffen, Elektrizität aus Staudämmen. Oh, also, da sind wir aber echt gut dabei. Bei Staudämmen Umwelt. Katastrophenprävention. Vulkanausbrüche gar nicht. Nukleare Risiken gar nicht. Alles klar. Okay. Ja, Militärsachen, da muss man natürlich auch reingucken. Polizei. Steuerverhandlung. Sittenpolizei. Politische Polizei. Okay. Kriminalpolizei. Das sieht eigentlich recht normal aus, sage ich mal so. Geheimdienst. Ja, auch Lettland hat natürlich einen Geheimdienst. Terroristen, Cybersicherheit. Agent 001 platzieren. Das hört sich ja interessant an. Ausbildung der Agenten hat bei uns jetzt nicht so eine hohe Priorität. Ja, Justiz, da brauche ich jetzt, glaube ich, nicht so reingucken. Einwanderung, das sind ja dann ja mehr so Regeln. Militär, was haben wir denn überhaupt? Berufssoldaten, 5310. Reservisten, okay, das ist quasi nichts. Aber okay, wir verlassen uns da ja auch. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Wir verlassen uns da ja auch dann ziemlich wahrscheinlich auf die NATO. Ich will das hier nicht markieren. Monatseinkommen, okay. Raketen, Flugkörper. Wir haben drei Panzer. Drei. Drei Panzer, vier Hubschrauber, eine Drohne. Ein Flugzeug. Eine Fregatte. Kein U-Boot. Kein Flugzeug, kein U-Boot, keine Satelliten. Ach du Scheiße, ey. Okay, wir haben militärisch quasi nichts. Konflikte. Sind wir in einem aktuellen Konflikt? Nein.
Das ist gut. Das ist gut. Okay. Hätten wir das schon mal geklärt. So, hier können wir... Ja gut, hier sehen wir quasi, wie viel wir für was ausgeben. Das ist auch natürlich auch eine interessante Statistik. Wohnungswesen. Bau von Wohnung, was? Gesundheitsschädliche Sozialwohnung. 4223 gesundheitsschädliche Sozialwohnung. Ja gut, die sollten wir natürlich von Zeit zu Zeit modernisieren. Das sollte ja klar sein, denke ich mal. Transport. Okay. Bildung. Bildung, ganz, ganz wichtig. Also wir investieren halt schon echt viel. Forschung. Okay. Der Forschungsbaum. Ach du Scheiße, ey. Laufende Forschungsprojekte, Raketenantrieb, chemischer Treibstoff. Alles klar. Weltraumforschung. Gar nichts. Absolut überhaupt nichts. Okay, das ist echt wenig. Ach du Scheiße, stimmt. Das ganze Weltraumdingen gab es hier ja auch, ey. Oh Gott. Ach du Heilige. Okay, wir erforschen gerade chemische Weltraumantriebe, aber haben hier quasi gar nichts drin. Okay, ist auch interessant zu wissen. Kultur. Okay. Events. Also man kann hier schon echt verdammt viel machen. So, ja, meine Flagge ändern, das habe ich jetzt nicht unbedingt vor. Das Staats überhaupt, ja, das bin quasi aktuell ich, aber ich kann natürlich auch dann mit dem nächsten weiterspielen. Das Kabinett. Das sieht eigentlich alles recht stabil aus. Das Parlament ist sehr durchwachsen. Gesetzverlauf, Gesetzeslage. Okay, okay, okay. Wahlen. Was sind denn die nächsten Wahlen? 2014 waren die letzten Wahlen. Parlamentswahl 2018 am... Oh, ja, gut. Hätte ich das DLC nicht mit drin, könnte es sein, dass das schon in ein paar Monaten... vorbei ist für meinen Charakter. Wie gut, dass ich das quasi drin habe. Sie befinden sich nicht in einem Wahlkampf. Ja, Wahlkampf. Wahlkampf ist halt immer so eine Sache. Diplomatie. Allianzen. Okay. Wir haben mit Albanien ein Luftraum- und Seeabkommen. Auch mit Belgien, Bulgarien. Okay, 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 okay. Das ist gut zu wissen. Entwicklungshilfe.
Oh Gott, ich glaube, hier muss ich mich überall noch so ein bisschen dann auch reinlesen. Wir haben keine Sanktionen in der EU, das ist sensationell. Geil. Andere Organisation. Mitglied. Ach so, hier sind wir alles Mitglied quasi. Was ist das denn? International Grüne Arche. Ach, sowas gab es ja auch irgendwie. Neue Organisation gründen. Politische Parteien. Ja, okay. Aha. Meine Partei. Gewerkschaften. Ja, hier gibt es natürlich alles Mögliche an Gewerkschaften und Verbänden. Religionen. Okay. Sekten. Gibt es bei uns Sekten? Es gibt eine Wissenschaftler-Sekte, aha. Sekte Gesellschaft für Spiritualismus. Und sie bezeichnen sich als eine Wissenschaftler-Sekte. Okay. Schlüsselfiguren. Sekten. Ja, das ist natürlich er. Okay, ja, das war's quasi mit dem Überblick. Habe ich ein Fazit? Also ich bin sehr überrascht, dass wir quasi hier nichts haben. Also hier ist halt quasi nichts. Wir haben unsere Hauptstadt, wir haben eine Hafenstadt. Ansonsten haben wir ja hier nichts. Gut, wir haben ja noch so ein Windpark. Hier haben wir auch noch was mit Windenergie. Das ist die Hafenstadt. Was soll das hier sein? Irgendwie Abwasser oder wegen der... Ach so, das ist wahrscheinlich was wegen dieser Pipeline. Ja, das ist natürlich... Also, ich weiß nicht, können wir hier auch neue Städte irgendwie gründen? Diese Region verwalten, um ein Meeting bitten. Bauen für die Armee, Wohnungsbau. Vielleicht können wir hier noch irgendwie so andere... Wohnsachen hinbauen, dass wir das so ein bisschen besser beleben. Also eigentlich sind hier ja noch weitere Städte. Ach, guck mal, hier haben wir auch noch was. Ein Flugplatz, ja, großartig. Ja, Lettland. Können wir mit Lettland was machen? Können wir vielleicht hier irgendwie mit unseren beiden Nachbarn Estland und Litauen vielleicht sogar enger zusammenarbeiten? Vielleicht sogar in so einem gewissen Maß fusionieren? Ich weiß, in einem anderen Strategiespiel geht das. Estland hat natürlich jetzt auch nicht gerade viel mehr. Litauen hat halt, holy shit, ey. Ja, Litauen ist schon ein bisschen größer, sag ich mal. Ja, Bausteine auf jeden Fall. Wir haben ein Haushaltsdefizit. Das ist auf jeden Fall ein Baustein, den ich angehen werde. Vielleicht müssen wir ein paar Investitionen umlegen. Militärisch sind wir absolut grottenschlecht aufgestellt. Das sollten wir eigentlich auch irgendwie ändern, dass wir zumindest ein bisschen sowas wie eine Verteidigung haben, womit wir halt ein bisschen arbeiten können. Sollte hier mal was schief gehen. Ansonsten, ja, die Wahlen, also ich würde natürlich schon versuchen, dass unser Dude hier die Wahl gewinnt. Allerdings sollte das nicht der Fall sein, ist mir das eigentlich auch recht egal. Dann spiele ich halt mit dem nächsten weiter. Ja, ich werde mir, glaube ich, mal hier einen kleinen Notizzettel machen, was ich hier denn so versuchen werde zu optimieren. Das mit den Sozialwohnungen ist auf jeden Fall auch noch ein Baustein. Schauen wir mal. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, wo es dann hier mit Lettland losgeht.
Ich mache mir einen Plan. Ihr könnt auch gerne Vorschläge in die Kommentare schreiben. Ihr müsst das Spiel dafür nicht unbedingt kennen. Was sagt euch euer gesunder Menschenverstand? Das ist ja auch oft das Richtige. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Bis dann und ciao.